gehört zu mir, wie mein Name an. Nein, sie gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, sie kommt gleich. Sie kommt gleich wirklich. Also heute spiele ich einen Schwulen. Das finde ich gar nicht schlecht, weil Schwulsein ist klasse, wenn man sich verbessern kann, sage ich immer. Und vor allem, früher dachte ich immer, Bube auf Bube, das geht nicht als alter Mau-Mau-Spieler. Aber heute will ich es probieren. Gleich kommt Vera. Und Vera hat mich kennengelernt, aber nicht als so, als knallharten Typen, sondern als... Guten Tag, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich muss jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Entschuldigt mich einen Augenblick. So, das sieht hier so unordentlich aus. Vor allem, wie die Kissen hier rumliegen. Da sind sie ja schon, die beiden Hübschen. Die linke, das ist die Vera, meine Freundin. Und die andere ist die Elke, ihre Freundin. Hilfe, Hilfe, es klingelt. Das müssen sie sein. Okay. Ja, hallo? Ihr seid da, ich mach euch auf. Hallo, ich bin Hannes, grüß dich. Du Blödmann. Guten Tag, Elke. Grüß dich, Elke. Kommt doch rein, hey, kommt rein. So. Hey, grüß dich erstmal. Hey, kleines Na. Schön, dich zu sehen. Toll. Setzt euch doch. Nehmt doch Platz. Ich hole ein bisschen Prosecco oder sowas, ja? Mögt ihr was trinken? Ich bin unheimlich aufgeregt, deine Freundin kennenzulernen. Ich merke das. Piano. Ich bin nur der neue Gutachter. Schöne Wohnung. Alles selbst entworfen. So, bitteschön. Okay. So. So. Ja, was stoßen wir an? Auf uns? Ja. Wohlsein. Erzähl doch mal was über dich, Elke. Was machst du so beruflich? Was machst du denn beruflich? Grafikdesign. Ich habe eine kleine Firma, irgendwie ein paar Leute, die was für mich tun und so weiter. Also es sind mehr Aufträge. Du brauchst selber nichts mehr zu tun. Ich gebe nur noch die Anweisungen und gebe nur noch die Direktiven raus und sage, Kinder, macht mir das oder das und das. Wollt ihr was essen? Ich kann ja was bestellen. Also ich hätte. Ich habe schon Hunger. Entschuldigung. Toshiba, kannst du ein paar Sushis vorbeibringen? Kannst du das echt essen? Ja, ja. Ja, nee, die große, die Familienpackung, ja? Ja, sicher, schön mit Thunfisch und mach mir noch, ja genau, die Krossen auch, ja? Ach, bei mir wird der Elke auch warm. Da bin ich ja froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ja, guck dich ruhig um, Kleines. Kinder, ich habe ein bisschen Erdbeeren für euch gemacht. Ach nee. Okay, doch. Ich bin ein bisschen schon vorbereitet. Ich glaube, bei so einem Wetter, da geht sowas nur, ne? Eigentlich nur Obst essen. So, was hast du denn da für Bilder auf links gedreht? Ja, egal. Ah. Nackte Frauen oder ehemalige? Geheimnis, ich muss mal kurz aufs Klo. Geheimnis? Tja, wenn die Elke nicht hingeht, dann macht das eben mein Lockvögelchen. Ja. Mir kommt ein Touchschwul vor. Was kommt denn? Ein Touchschwul vor. Das würde ich doch merken, einmal, hä? Tingelingeling, hallöle, meine lieben Liebenden. Bin gerade nicht da oder anderweitig beschäftigt. Bitte sprecht mir euer Anliegen auf Band. Ich melde mich umgehend bei euch zurück. Bussi. Hallo, Lienzchen. Na, wo steckst du denn wieder? Hier ist der Claude. Du, ich wollte dir nur sagen, ich habe den Jackett abgeholt. Und das ist sowas von trashig. Das musst du unbedingt anprobieren. Ich spring gleich bei dir vorbei, okay? Ja, dann bis gleich. Tschüssi, Pussy. Ich hab recht, ja. Du hast recht. Hör, was ich dir nicht überlebe. Du bist wirklich krank. Glaube ich nicht, Pussy. So. Ich habe gerade ein Telefonat. Ich hab gehört, wir waren dran. Keine Ahnung, bring dein Jackett, er kommt jetzt. Oh nee. Wer ist das? Ist ein Freund, ein Bekannter. Ich finde das nicht schlimm, wenn er jetzt kommt. Komm mal her, was sagen Scheiße, ey, das war. Da wackel ich mal wieder davon mit meinem schönsten Catwalk-Gang. Hallo? Gut, Vera, bist du mit blind geschlagen. No. Elke wohl nicht. Vielleicht mag sie ja lieber was Salziges, lecker Sushi und ein großes Stück Pleitegeier. Was kriegst du? Das macht dann 50 Euro. 50 Euro? Aber da Euro? Ist noch eine Rechnung offen.
Vom letzten Mal. Das macht dann 75 Euro dann bitte. Ich habe mein Geld jetzt nicht dabei. Hast du vielleicht ein paar, hast du 75 klein? Wie viel? 75. Mach ruhig 85 für dein Geld. Oder gib mir 100, komm. 75 hier stimmt's, okay. Dankeschön. Oh je, ich glaube, der Elke schwant was. Da muss sie nicht lange rechnen, um zu merken, dass ich nicht nur die Vera lieb hab, sondern auch ihr schickes Portemonnaie. Die Falle läuft wie geschmiert. Und da läuft der Claude. Der kommt aber auch wirklich immer zu früh. Hänschen. Hallo? Ja, Entschuldigung, wo ist Hänschen? Hannes, meinst du? Und wer sind Sie eigentlich? Hm? Wenn ich fragen darf, wer sind Sie? Ich bin die Freundin von Hannes. Ach so, ja. Mhm. Hallo. Wolltest du dich setzen? Ja, komm. Ah, Hänschen. Ach, hör auf. Hallo. Ich hab mitgebracht. Du sollst nicht vorbeikommen, hab ich dir gesagt. Wir haben heute den Termin nicht gemacht. Wirklich. Ja, also ich bitte dich jetzt, mach das bitte. Zieh das bitte an jetzt. Also. Die ist total zu eng, ist die. Und dafür willst du doch Geld haben. Ja, natürlich. 120 Euro. Ja, guck dir das doch mal. Ist ja aus wie eine Presswurst. 120 Euro. Ja, verstehst du. Kannst du mir noch mal was sagen? Ich hab nicht mehr so viel Geld. Oh, nee. Zum Geldautomaten. Kurz gehen, hier unten ist einer in der Nähe. Das sind 120 Euro. Kannst du gleich 200 mitbringen. Ich glaube nicht, dass die Vera das jetzt wirklich machen will. So, bitte sei so lieb. Natürlich will die Vera das machen. Die steckt doch mit mir unter einer Decke. Also nicht unter der Decke. Und so ist die gute Elke allein mit uns echten Männern. Da kann sie viel lernen. Zum Beispiel Nägel lackieren. Jetzt hör endlich bitte damit auf. Wirklich, Claude. Ich kann das nicht mehr mit ansehen. Ich finde das unmöglich. Wirklich. Zisch ab. Bitte. Nein, raus. Bitte. Ach, ich schick dir das dann. Ich finde das auch, wenn du hast recht. Hallo, Süße, grüß dich. Hey, ich habe ihn weggeschickt, ja? Ja. Hey, warum du. Denn? Hey, warum hallo. Hast du denn weggeschickt? Was ist? Ich werde dich glücklich machen. Mhm. Und ich werde dich auch noch glücklich machen, Elke. Die Elke scheint sich da noch nicht so sicher zu sein. Aber vielleicht können wir sie ja hiermit glücklich machen. Mit einem Zickenstreit. Was ist los? Warum kommst du einfach rein, ohne vorher anzuklingeln? Du gehst mir langsam, bist du mir wirklich lästig. Ich geh auf Toilette fahren. Du nimmst einfach meine Schlüssel mit und kommst hier rein, ohne vorher anzuklingeln oder anzuklopfen oder Bescheid zu sagen. Du weißt also ganz genau, dass du mich verletzt. Wie kannst du nur? Das verletzt mich. Was hast ihr zwei genau? Verhältnis miteinander? Pass mal auf, mein lieber Freund. Wir haben gar nicht zusammen hier, wir zwei oder... Nee, komm, jetzt komm mal mit runter. Entschuldige, bitte, Elke. Oh. Nee, ich muss hier raus. Also, tut mir leid, ich muss hier raus. So, und jetzt sag ich dir was, mein lieber Freund. Hör mal zu. Du bist ja. Der ganz miese Flocke, bist du. Du bist ganz mieser Typ, bist du. Ich habe dir gesagt, komm nicht vorbei, weil ich habe die Vera kennengelernt und das ist eine ganz tolle Frau. Hänschen, du bist so ein geldgeiler Sack geworden. Ja, aus. Sofort. Ja. Ja, das ist sein Verhältnis. Was ist das? Das ist sein Verhältnis, Vera. Du hast doch nie Geld dabei. Das ist, ich kann mir das nicht mehr angucken, wie diese Blöde da bei dir auf dem Schoß sitzt. Ja, Vera, bitte. Ich möchte jetzt fahren. Das will ich aber klären. Vera, wozu? Ich lass mich. Warte mal. Lass mich doch raus. Klär das mit ihm nachher. Ich möchte jetzt hier nicht mehr dabei sein. Diese Beziehung. Für ihn ist das auch Stress. Hörst du auf damit, du böser Junge, du. Wirklich. Du machst mich einfach. Pass mal böse. Auf, mein Freund. Da, nimm das doch alles hier. Hör mal, lieber. Du böse. Bist du ich geh jetzt, verdammt nochmal. Wieso gehst du jetzt? Warum gehst du jetzt? Alles, was mir gehört und gehe. Elke, ich bin nicht schwul. Pass auf, also mir ist das jetzt zu albern hier. Ich möchte jetzt sofort hier raus. Ich bin nicht schwul, ich schwör's dir. Na, mein Leid. Geh jetzt. Ja, wie? Gar nicht mehr. Sowas macht man nicht. Elke, hör mal, ich bin nicht schwul. Ich bin nicht schwul. Hans-Werner Olm ist nicht schwul. Der ist knallhart, ist der. Verstehst du, was ich meine? Elke, bin ich schwul, sag mal.
Warum machst du das, Schatz? Willkommen bei der Comedy-Falle hier in Köln. So, guck mal da. Da werden wir beobachtet. Schon, ne? Hallo. Ganz kurz mal winken. Ja. Kann mal zu. Hallo. Da kannst du auch mal reingucken. Direkt an unser Bäumchen.